Herzlich willkommen und schönen guten Tag zu Ihrem AIDA Primetime Magazin. Drei wunderbare Geschichten habe ich für Sie. Wir sind mit AIDA Cara auf Weltreise. Herrliche Strandbilder, dann eine magische Tenderbootüberfahrt und Gäste, die singen. Mehr kann man sich nicht wünschen. Viel Spaß! Hier in Hamburg ist es gerade so kalt und es zieht, dass mir es die Tränen in die Augen treibt. Und da haben die Kollegen von AIDA Cara sich gedacht, Mensch, den schicken wir doch mal zum Trost. Herrliche Bilder von den Malediven. Viel Spaß! Hallo liebe Zuschauer, hier melden sich wieder eure Weltreisenden von AIDA Cara. Und die Zeit vergeht wirklich wie im Flug. Wir sind schon bald wieder zurück in Europa. Aber bevor wir dort ankommen und zurück zu euch in die Kälte kommen, haben wir noch ganz, ganz tolle Aufnahmen für euch von den Malediven. Einmal vom Einlaufen und dann waren wir noch schnorcheln im Nirgendwo. Welcome to the Mali! Herrliche Bilder, oder? Da wird einem richtig warm ums Herz. Und jetzt habe ich was ganz Besonderes für Sie. Ein Magier auf der Bühne ist ja schon spannend, ne? Aber stellen Sie sich vor, der Magier geht raus, zum Beispiel auf ein Tenderboot. Glauben Sie nicht? Cody Stone macht's wahr. Bitte schön. Hallo, guten Tag. Wie ist die Stimmung? Gut. Sehr gut, wunderbar. Haben Sie meine Show schon gesehen, die Zaubershow? Nein. Nein, sehr gut. Denn da haben Sie sich gut vorbereitet. Dann machen wir jetzt was ganz Besonderes unter ganz besonderen Umständen. So was habe ich auf einer Bühne normalerweise nicht. Nehme ich mit so ein paar Spielkarten. Ja? Kennen Sie die Spielkarten? Ja. Okay. Sie dürfen sich mal eine aussuchen, das Entscheidende. Lassen Sie sich von mir aber nicht beeinflussen, okay? Okay, Sie lassen sich aber gerade beeinflussen. Okay, gut. Diese Spielkarte machen Sie jetzt mal einzigartig, indem Sie vorne mal groß Ihren Namen schreiben. Ganz groß. Vorne? Ja, auf die andere Seite. Genau. Ja, dann die PIN-Nummer. Danke, also. Gut. Zeigen Sie die Spielkarte mal in die Kamera. Ja, so sieht sie aus. Das ist also jetzt Ihre Unikat-Spielkarte. Okay, ja. Sie heißen Carmen. Okay. Das ist die Pik 8. Wie die was? Wie die Oper. Wie die Oper, okay. Carmen, und die Pik 8? Auch wie eine Oper oder haben Sie da irgendeinen Bezug zu? Nö. Diese Spielkarte, die gibt es jetzt so nur einmal auf der Welt, weil die haben Sie so gerade markiert. Okay, Achtung, ich zeige Ihnen das mal. Hier ist meine Lehrerin, da ist Ihre Spielkarte. Jetzt genau hinsehen. Ihre Spielkarte kommt jetzt mal irgendwo ins Kartenspiel. Nein, sagen wir hier, geht ganz schnell, Achtung, und zack, ist sie wieder oben. Weil generell haben Ringe einen materiellen und einen emotionalen Wert. Und emotional sind sie meistens sehr viel wertvoller. Und der emotionale Wert von diesen Ringen, der wird jetzt gesteigert, er wird magischer, okay? Okay. Hier ist meine leere Hand, da ist Ihr Ring. Der kommt jetzt auch mal in meine Hand, okay? Achtung, geht jetzt ganz schnell und ganz langsam verschwindet er. Gut, seitdem Ihr Ring verschwunden ist, waren meine Hände nicht in meinen Taschen, richtig? Ja. Aber wie kann das denn sein? Genau hinsehen. Hier hinten, an meinem Schlüsselbund, hängt ein Ring dran, eingehakt am Karabinerhaken. Mach den mal ab. Schön, schön. Love me tender, love me sweet. Hast du heute ausnahmsweise mal beide Hände dabei? Okay, sehr gut. Es kommt jetzt so ein roter Punkt hin. So,
Dieser rote Punkt wird verrieben. Durch das Reiben durchdringt dieser rote Punkt jetzt ganz langsam deine Hand. Ja, genau. Sie spielt gut mit. Gut. Der rote Punkt, also es müsste in der Handinnenfläche ein bisschen kribbeln, ein bisschen warm werden. Merkst du schon was? Sehr gut. Sie spielt wirklich gut mit. Okay. Der rote Punkt ist fast komplett verrieben. Du hast die Faust die ganze Zeit geschlossen gehalten. Ja. Du hast dich auch selber für die rechte Hand entschieden. Ja. Öffne sie jetzt zum ersten Mal. Schau mal nach. Das ist ja toll. Ja. Das Witzige ist, wenn du den jetzt verreibst, dann taucht er im Laufe des Tages immer mal wieder woanders auf. Ja. Die Handflächen nach außen. Ja. Jetzt müsste der rechte Arm einmal über den linken und dann die Finger so zusammen. Finger so zusammen, genau. Ganz wichtig ist, dass die Finger fest zusammenbleiben und die Daumenspitzen nach unten zeigen. Okay, Daumenspitze nach unten. Genau. Jetzt machen Sie mir bitte alles nach. Achtung, schauen Sie erst bei mir und dann machen Sie es bitte nach. Und zwar die Daumen müssen einmal nach oben. Ja, das war für mich auch mal eine ganz besondere Erfahrung und eine ganz andere Bühne als sonst. Ja. Eigentlich soll ich zur Einleitung dieses Beitrags ein bisschen singen, aber das erspare ich Ihnen lieber. Das können andere viel, viel besser. Unsere Gäste zum Beispiel. Do, re, mi, fa, sol, la. Klingt nicht berauschend, oder, liebe Gäste? Aber wir haben hier auf AIDA Vita einen Selection-Gästechor. Und der probt gerade, denn heute am Abend gibt es eine Aufführung im Rahmen unserer Haifischbar. Schauen wir mal nach, wie weit die schon sind. Wir hören jetzt mal ganz genau hin. Ich habe mit allem gerechnet, aber nicht damit, dass 35 Personen sich zusammengefunden haben, um zusammen einen AIDA Selection Gästechor aufzumachen. Und gerade auch die Zusammenarbeit hat mich absolut zufrieden gestimmt. Nachdem ich Feierabend hatte, Klavier gespielt hatte und langsam über die Decks geschlendert bin, habe ich auf einmal eine Stimme gehört, wo ich dachte, was? Haben wir schon eine neue Band an Bord? Und dann bin ich runtergekommen und dann hat er einfach einen abgefeuert. Ich dachte mir, ey, super. Der singt auch solo. Extra Takt, warten. 2, 3. Ich freue mich auf die Haifischbar. Noch ein bisschen länger als einen Monat, dann geht es auch für mich und meine Familie wieder in die Sonne. Und ganz ehrlich, wir zählen schon die Tage. Und wenn das Ihnen ähnlich geht oder Sie mehr über uns wissen wollen, dann gehen Sie auf www.aida.de oder in Ihr nächstes Reisebüro. Und jetzt habe ich Sie, die Verlockung der Woche. Wir starten in Dubai und fahren als erstes nach Abu Dhabi. Es geht weiter nach Muscat und Salalah. Von hier nehmen wir Kurs auf das Rote Meer und entdecken Aqaba. Nach der Fahrt durch den Suezkanal machen wir noch Halt in Haifa und Valletta. Und erreichen das Ziel unserer Reise, Palma de Mallorca. Und zum Schluss wie immer ein wunderschönes Lied aus unserem Theatrium mit wunderschönen Bildern. Bis zum nächsten Sonntag. Control of population. Everybody's been
schon.